Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, Arena-Leiterin haben wir letztes Mal besiegt und jetzt ist da noch eine Ansammlung an Team Rocket-Angestellten in der Spielhalle. Die müssen wir natürlich auch niederknüppeln. Dann geht's gleich mal auf. Ich würde davor vielleicht mal kurz im Poké-Center vorbeischauen. Kann nicht schaden, obwohl unser Glurak überraschend wenig Schaden genommen hat in der letzten Episode. Gut, nicht so überraschend wenig, aber trotzdem wenig Schaden. War für meine Gegner vielleicht überraschend so. Einmal kurz hochheilen. Ja, dankeschön. Na gut. Ja, ist ja gut. Hätte auch einen Knopfdruck und eine Sekundenanimation sein können, wäre ich auch zufrieden. So, ab in die Spielhalle. Dann wollen wir natürlich noch einmal kurz spielen. Ja, natürlich. Was haben wir denn? Also, so. Dann bam, bam, bam. 4 Münzen gewonnen, 3 eingesetzt. Oh, beinahe wieder Hauptgewinn. Naja, so viel zu beinahe. Er. Entorn. Oh, 8 Münzen. Das läuft ja heute. 7. Kirsche. Mist. Beinahe hätte es geklappt. Irgendwann kriege ich den Hauptgewinn. Nochmal 8 Münzen. Ein guter Automat für diese komischen Kombinationen. Na komm schon, noch ein Magneton. Magnetilu. Leider nein, leider gar nicht. Oh, nochmal 4 Münzen. Ich glaube, wenn ich das so weitermache, komme ich auf 0 raus. Ah, so knapp. Beinahe eine Muschaskette gehabt. Nein. Na gut, ich mach's wieder random. Boah, her mit den 4 Münzen. So, wenn wir 800 Münzen verbleiben haben, gehen wir wieder. Wechseln vielleicht dann noch kurz den Automat für eine Glücksrunde. Ich denke mal, das ist genug Glücksspiel für heute dann. Hey, nochmal 4. Okay, wir wechseln jetzt schon vielleicht den Automat. Der war doch letztes Mal gut für den Hauptgewinn, glaube ich. Und los geht's. Mist. So, 2-mal spielen wir noch und dann geht's Team Rocket an den Kragen. Na gut. Jetzt habe ich nur verloren heute. So läuft Glücksspiel eigentlich. Dann wollen wir hier nicht weiter uns aufhalten. Sondern, oh, das ist sogar das Rocket HQ, das Hauptquartier von den Leuten, die nur Radfratz und Zubat als Pokémon-Party haben. Wie kommst du hierher? Tja, gute Frage. Ich bin den mysteriösen Hinweisen gefolgt, die im Poster standen. Und dem Hebel. Ah, stimmt, Traumato hatten die auch noch öfter. Aber probieren wir es mal mit Flügelschlag. Also Flammenwurf ist ganz okay dagegen. Aber davon habe ich nur 15. Das heißt, das kann ich nur 15 Mal einsetzen. Oh, Hilfemenü aufgerufen. Ist mir letztes Mal zum Glück nicht mehr passiert. Irgendwie umklammere ich mein Nintendo Game Boy Advance heute zu sehr. So. Macholo wurde auch besiegt. Schön aufs Fressbrett bekommen. Gut, wie viel Geld hast du denn? Autsch, geschlagen. Oh, 670. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. Das ist ja wieder hier rätselbehaftet. Okay, müssen wir die anderen Schalter wahrscheinlich finden. Hey, du hast Mut, hier hereinzuplatschen. Ja. So sieht's mal aus. Kleine, ja, sage ich besser nicht. Ein Radikal, ist das dein Ernst? Als hätte ich's erwartet. Na gut. Flügelschlag. Hey, die Ratte hat mich berührt. Flügelschlag. Auch eine sehr gute Attacke. Vor allem davon haben wir so viel. 35 Mal können wir die einsetzen. Gut, jetzt nicht mehr irgendwie. Jetzt noch 32 Mal, 33. Es war 32. Na gut. Weg mit der zweiten Ratte. Die pust mal hier einfach aus dem Untergrund raus. So wie sie es gehört. Mist, verjagt. Habt ihr die gleiche Menge an Geld von eurem Boss bekommen?
Fluchtseil. Okay, und ein Laptop. Es sind nur komplizierte Worte und Zahlen, die keinen Sinn ergeben. Ja, typisch Team Rocket. So, irgendwas müssen wir doch hier drücken. Ah, nee, wir müssen einfach noch eins weiter nach unten. Da ist hier noch ein Rüpel. So rüpelhaft. Der Boss sagt, das Silphscope macht Geister sichtbar. Ja, genau deswegen will ich mir das ja klauen. Irgendwas haben wir im Turm von Lavandia nämlich damit zu tun. Oh, du hast 5 Pokémon. Ich wünschte mir, dass es keine 5 Zubats wären. Und ich glaube, ich habe zumindest Glück, was das angeht. Aber vielleicht so eine Mischung an Zubat und Radikal. Bleiben wir mal gespannt. Nee, ein Smogon. Na gut. Manchmal wird man auch noch positiv überrascht. Flügelschlag. Wunderbar. Und ein Schleimer. Oh, der hat doch eine ganz gute Mischung. Für ein Pokémon-Spiel. Für einfache Rüpelgegner. So. Schön besiegt. Ah, jetzt wiederholt sich's. Ein Zubat. Aber auch erst auf Level 17. Wieso bin ich denn schon auf Level 46? Was ist da denn schiefgelaufen? War doch jetzt nicht so viel trainieren. Naja, vielleicht ja doch. Dafür dauern die Kämpfe überraschend wenig lang. Was ja auch gar nicht so gut ist, kommen wir mit der Story weiter. Und Level 47. Sehr schön. Okay, Rüpel wird besiegt. Stopp, ich ergebe mich. Hey, der hat weniger Geld. Der ist wahrscheinlich noch schlechter als seine 2 Kumpanen. Also, lasst mal schauen, wie man hier die Items bekommt. Ein Mondstein. Wunderbar. So, dann kriegt man hier das zweite Item. Verhöhner. Ja, kann ich Team Rocket verhöhnern? Schauen wir mal. Bin mir nicht ganz sicher. Ach, das da muss man, glaube ich, ausprobieren. Das sieht doch im Moment gar nicht so schlecht aus. Ja! Ein Supertrank, das ist ja super. So, und dann müssen wir, glaube ich, da unten weiter. Aber oben gab es ja auch noch was. Lasst mich mal schnell überlegen, wie wir denn da hochkommen, indem wir hier auch schon lang gehen. Das war eine schnelle Überlegung. X-Tempo. Ja, das hätte auch liegen bleiben können. Nein, ich habe was falsch gemacht. So. Na, da hat das Spiel kurz gehangen. Interessant, wusste gar nicht, dass das geht. So, dann müssen wir wahrscheinlich wieder nach hier. Nach hier. Und als Kind fand ich das schwieriger, muss ich sagen. So. Verschiedenfarbige Lichter blinken. Das ist gut zu wissen. Hey, wo kommen wir denn hier hin? Rocket HQ. Gut, dann fahren wir. Ah, man braucht einen Öffner hierfür. Ihr hättet auch Schlüssel sagen können oder Keycard oder irgendwas. Ein Telefon, okay. Nicht mal das hier an der Wand wollen wir benutzen bei den Bösewichtern. Okay, wieder komplizierte Zahlen, die zu kompliziert für mein Kinderhirn sind. Was willst du überhaupt hier? Das Silphscope. Und euch fertig machen. Eure dunklen Pläne der Weltherrschaft enden mit mir. Vermutlich. Deine Kumpanen hatten schon Radikal. Was machst du mit deinem Radfratz? Magst du das lila Pokémon mehr, kann ich verstehen. Das sieht zumindest ein bisschen in... Ah. Vergiss, was ich gesagt habe. Du magst anscheinend nur die Abwechslung. Weg mit dir, Radikal. Radikal ausgelöscht. Ja, sehr gut. Noch ein Radikal. Ich werd nicht mehr. Ob wir dagegen ankommen? Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Jo, Glurak wird immer noch stärker. Ein Radfratz und 3 Radikals. Das ist... Ah, nee. 2 und 2 hatte ich gerade falsch gelesen unten im Text.
Ja, gut, das ist, ja. Dem würde ich gern mal leicht ins Gesicht schlagen. Oder spucken. Für das Team. Ich hasse die Pokémon doch so sehr. So. Ein Hypertrank. Das hilft, wenn ich hyperaktiv bin. Hoffe ich zumindest. Alarm! Eindringlinge! Ja, ein Glück schlägst du keinen Alarm. Ich hätte nämlich keine Chance, wenn mal wirklich 20 von euch sich auf mich stürzen. Boah. Ja, da wäre ich platt. So. So platt wie der Schleimer hier. Fühle mich heute auch ein bisschen verschleimt, also passt das ja. Und ein Smogon. Da muss Glurak sich höchstens hier zusammenreißen, damit er keine Raucherlunge bekommt. Am liebsten, ja, am besten hier blasen das Smogon einfach weg. So sieht's aus. Und noch ein Smogon. Ich würde sagen, die Taktik hat sich bewährt, obwohl wir können mal Schlitzer ausprobieren. Mal ein bisschen Spice hier reinbringen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich konnte ihn nicht stoppen. So sieht's aus. Ich bin der unstoppbare 14-Jährige. Liegt hier echt nur Mist rum. Mist. Dann war das nicht das Richtige, wo wir gerade hin mussten. Gut, zum Fahrstuhl müssen wir früher oder später schon. Dann gehen wir noch einmal runter. Willst du aufs Maul? Wir hörten schon, dass du im Anmarsch bist. Ja, Kollege hat wie am Spieß Alarm geschrien. Hab dem den Gar ausgemacht. Ach, ein Glück, du hast wieder mal Macholo. Ein schönes Pokémon im Vergleich zu den anderen, die ihr sonst so habt. Sehr schön, auch noch sehr effektiv. Weiß immer noch nicht genau warum. Noch ein Macholo. Warum ist Flug denn effektiv gegen welchen Typ von Macholo? Denn ich dachte, das wäre auch Boden oder... keine Ahnung. Wir könnten ja im Pokédex nachsehen. Naja, du hast verloren. Ich habe mir den Moneten. So, noch ein Item. Frustration, die habe ich doch schon längst gefunden gehabt. Na, jetzt haben wir nochmal einen Pokéball, wo die drin ist. Beziehungsweise ein TMVM-Item. So, einmal hier, einmal nach oben. Sonderbonbon. Davon habe ich in meinem Leben sehr viele gefressen. Deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. So. Einfach den Fettigkeitswert sehr, sehr stark gelevelt. Lass mich mal kurz denken. Denken tut weh, aber das klappt. Na gut, du willst anscheinend auch noch aufs Maul. Halte dich aus Team Rockets Angelegenheiten raus. Ich kann nichts versprechen. Ich bin jetzt schon so weit gekommen, ich werde keinen Rückzieher machen. Es sei denn, ihr besiegt mich in einem Pokémon-Kampf. Es sieht schlecht aus für euch, Jungs. So, Flügelschlag. Hey, immer diese schnellen Ratten mit ihrem Ruckzuckhieb. Irgendwann... muss mein Glurak sich eine leichte Verschnaufpause gönnen? Ah, noch lange nicht. So, Flügelschlag. Hört doch auf damit. Ich würde mir wünschen, ich müsste jetzt nicht nach oben und irgendwann mal ins Pokécenter. Und ein Traumato. Das wird ein traumatisches Erlebnis haben. Schlitzer! Muss ja auch stimmen, was ich hier sage. Ja. Also, da gibt's schön Schweinehüftsteak nach der Folge. Uff, ich bin am Boden. So sieht's aus. Und das Traumato ist sehr schmackhaft. Ein hypnotisiertes Schwein. Ein Schattenglas. Ja, das hat auch irgendwas gemacht. Ich erinnere mich nur nicht dran. Da könnte man nachgucken, aber da wird sich bestimmt eine Gelegenheit bieten. Top Äther. Sehr schön. So, und was bist du? Übernahme! Dann übernehme ich wahrscheinlich hier einfach das Hauptquartier. Ich werde dir den Liftöffner niemals geben. Na, jemand mit so einer Stimme wird aber besiegt. Ein Smogon. Das sieht immer noch sehr zufrieden aus mit dem,
was es gerade wohl durchlebt. Das ist ein Gesichtsausdruck, den ich bei anderen Gelegenheiten habe. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ein Zubat. Ja. So, jetzt wollen wir aber den Liftöffner. Wir haben alles gegeben. Und der Rüpel wird besiegt. Oh nein. Ja, jetzt her mit dem Liftöffner. Mist, ich habe den Liftöffner verloren. Ja. Der war in der Gefängnisbrieftasche. Dann hat er verloren und musste dementsprechend sich erleichtern. Und schwuppdiwupp sind wir jetzt an einen leicht dreckigen Liftöffner gekommen. Aber solange er noch funktioniert, wollen wir uns hier nicht beschweren. So, dann müssen wir jetzt aber zum Lift. Das wäre zumindest die annähernd logische Herangehensweise. So, ich glaube, hier ging es runter. Dann ging es... lass mal kurz denken, das war falsch. Nee, das war gar nicht so falsch. War ja richtig. Wie ist das passiert? So, rein in den Lift. Und dann Lift off. Na gut. U4S. Untergeschoss, viertes Stockwerk. Keine Ahnung. Vielleicht komme ich noch drauf, was das heißen soll. Also S steht für Stockwerk und U steht für Untergrund. Das macht gar keinen Sinn. Du warst es, der unsere Pläne am Mondberg zunichte gemacht hat. Das ist richtig. Seitdem habe ich mich auch nicht umgezogen, geschweige denn gewaschen. Ein Sandan. Ihr seid ja doch abwechslungsreicher als gedacht. Flügelschlag. Und was hast du jetzt? Ein Rettan. Oh, der Typ gefällt mir. Der hat schöne Pokémon im Vergleich zum Rest. Nein, ich werde bedroht von einer Schlange. Weg mit der. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Und wir erreichen bald Level 48. Dann wird es hier noch einfacher. Seien die anderen Leveln jetzt auch so langsam ein mit. Und ein Sandama. Das erste Mal, dass wir das sehen. Denke ich zumindest. Ein sehr cooles Pokémon. Und jetzt ein sehr totes Pokémon. Tut mir leid, Sandama. Aber ich muss aufleveln. Ich muss stärker werden. Ich will doch der Beste sein. Und alle fangen. Ich kenne das Lied nicht mehr. Dieses Kind ist einfach unschlagbar. So sieht's aus. Vor allem, wenn man so niedriglevelige Pokémon hat, könnt ihr mir nichts anhaben. Spürst du nicht die Schönheit der dunklen Seite der Macht? Sie hat ihre Vorzüge. Das will ich ja gar nicht hier abstreiten. Aber ihr seid halt nicht mächtig. Das ist das Problem. So, das Rettern, das filetieren wir auch. Wird bestimmt auch schmecken. Ja. Wunderschön. So, hoffentlich hat der keinen Radfratz. Nee, ein Sander. Nein, ich wollte doch nicht wechseln. Irgendwann sollte man mal einen EP-Teiler aufsammeln. Irgendwo gab's den. Da müssen wir so und so viele Pokémon sammeln. Und dann hoffentlich. Weil sonst habe ich wirklich nur einen Glurak auf Level 80 am Ende. Und das muss dann allein sich durch die Top 4 quälen. Da muss ich wieder so viel Beleber drauf werfen, dass das keine schöne Episode wird. Na gut, ein Arbok. Da habe ich Arbok drauf. Sehr schön. Und das sieht so gruselig aus. Mensch, wie oft wird mein Glurak denn bedroht? Wie groß ist denn überhaupt so ein Arbok? Vielleicht ist es so eine 20 cm Schlange, die so cool aussieht und mein Glurak da mit seinen 3 Metern und 5 Metern Flügelspanne ist bedroht von so einem kleinen Vieh. Ist egal. So. Ach, da ist hier schon der Big Boss. Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Das Team Rocket finanziert mit Pokémon seine finsteren Pläne. Warum nicht einfach mit dem Casino? Da macht ihr mehr als genug Geld. Ich bin hier der Boss. Giovanni. Mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden. Wicht. Na gut,
Also, brace for impact, wir erleiden gleich Höllenqualen. Und er schickt einen Onyx auf Stufe 25 raus. Ui, ui, ui. Metallklaue. Das ist sehr effektiv, aber zumindest wurde es nicht besiegt. Ich warte noch bis hin auf die Höllenqualen, die er mir versprochen hat. Nein, die Attacke geht daneben. Oh, jetzt geht's tatsächlich los. Metallklaue. Triff mal. Sehr schön. Also, eins von drei Pokémon haben wir schon mal geschafft. Ein Rihorn. Was hilft denn dagegen? Wahrscheinlich auch Metallklaue. Oder ist es Stahl? Dann hilft natürlich auch Flammenwurf. Gab's Stahl damals schon? Wir werden's rausfinden. Ich würde sagen, das hat gepasst, aber es ist nicht sehr effektiv. Das ist ja gut zu wissen. Ein Kangama. Auch eines meiner Lieblings-Pokémon. Ja, schönes, schönes gepanzertes Känguru. Was hilft denn gegen dich? Flammenwurf. Verbrennen wir das Baby zuerst und dann folgt die Mutter automatisch. Nein! Ein Mega-Hieb. Guckt mal, wie viel EP das noch, HP das noch übrig hatte. Schlitzer! Sehr gut. Also die Höllenqualen sind zum Glück ausgeblieben. Der hat den Mund mal wieder zu voll genommen. Nein, ich hab kläglich versagt. So sieht's aus. Und nur $3000 dafür, dass ich hier alles gemacht habe. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von dannen ziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Ah, danke, dass du mich von dannen ziehen lässt. Hast Glück, dass ich dich hier nicht mehr in die Mangel nehme. So, wir haben da Philpscope erhalten und das, glaub, das Hauptquartier hier schön ausgeräuchert. Glaub, wir haben alle besiegt, alle Items eingesammelt. Dachte, hier gäbe es noch so... Ah, doch, nicht alle besiegt. Was hast du hier verloren? Ich habe gerade deinen Boss ausgeschalten. War ziemlich peinlich für ihn. Hat sich leicht in die Hose gemacht. Solltest am besten auch gleich fliehen. Glaub nicht, dass das Schleimer mir jetzt noch den Gar ausmacht. Schlitzer. Das bringt wahrscheinlich gar nichts gegen das Pokémon. Oh, ich hab nichts gesagt. War zwar nicht sehr effektiv, aber war ein One-Hit. Und das ist für mich gleichbedeutend. Zumindest in dem Fall. Flügelschlag. Keine Raucherlunge für uns. Wunderbar. Und der Rüpel wird besiegt. Was ist passiert? Ja, du hast verloren. Grandios sogar. Nicht mal ein Treffer hast du gelandet. So, okay. Haben wir doch alle besiegt. Dann wieder hoch in die Spielhalle. Noch einmal kurz hier. Jackpot. Ja, ja. Yay, 4 Münzen. Und einmal mache ich es noch und dann geht's weiter. So. Ja, beenden. Na gut, wir hätten gewinnen können. Hammer aber nicht. So, dann einmal jetzt aber ins Poké-Center zum Hochheilen. Ja, ja. Dankeschön. Ja, ja, jederzeit. So, dann würde ich aber schon sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.